Das ist der größte Anfängerfehler. Weiß hat zwei Bauern gezogen und Schwarz hat einen Bauern und die Dame gezogen. Der König steht im Schach. Der Angreifer kann nicht rausgeschlagen werden und es gibt keine Figur, die man dazwischen setzen kann. Bei der Eröffnung muss man mal achten, dass möglichst alle Figuren, so wie im Orchester, die unterschiedlichen Instrumente mitspielen, dort mitspielen müssen, um dort eine maximale Wirkung auf dem Brett zu erzielen. Man sagt immer, weiß ist ein Vorteil, weil er ersten Zug hat. Er hat ja immer einen Zug voraus, ein Tempo. Tempo nennt man das, hat Tempo mehr. Aber das Tempo hat man durch schlechtes Stellungsspiel schnell verloren. Kann passieren. Muss ich nicht immer positiv ausdrücken, dass man weiß hat. So spielt man frei auf und wenn man jetzt Wettkampfpartie spielt, ist die geistige Belastung und körperliche Belastung auch. Also das geht auch auf den Körper. Mir jedenfalls geht das so. Das heißt, dass man hinterher, wenn man jetzt 3-4 Stunden Schach gespielt hat, körperlich auch kaputt ist. Ich habe es mal gelernt im Kinderferienlager und bin dann vom Kinderferienlager dann, danach war ich so stolz darauf, Schach spielen zu können, habe dann in einer Schularbeitsgemeinschaft gespielt und von der Schularbeitsgemeinschaft habe ich dann in den Verein gewechselt. Wir können jeden dazu einladen, unsere Trainingszeiten zu nutzen, bei uns zu spielen, auch für die Laien. Auch ein Laie kann auch mal ein Vereinsspieler werden. Jeder hat mal klein angefangen und man kann seine Chance dort nutzen.